Ich kann es immer noch nicht glauben, dass Barbara tot ist. Wer tut sowas? Sie müssen wissen, wir haben uns vor 5 Jahren während unseres Studiums kennengelernt und wohnen seit 2 Jahren zusammen. Wir waren so stolz über den Abschluss unseres Studiums und die Feier sollte zum Höhepunkt dieses Erfolges werden und jetzt ist Barbara einfach tot. Sie hatte doch keine Feinde und ich kann mir nicht vorstellen, wer das Barbara angetan hat. Sie war immer so aufgestellt, kam mit allen gut aus und ich glaube, ich hatte mich ein bisschen in sie verliebt. Über die letzte Nacht kann ich Ihnen leider nicht viel sagen, wir haben sehr ausgelassen mit unseren Freunden gefeiert. Denke, ich hatte wohl zu viel getrunken, ich muss am Tisch auf der Bank eingeschlafen sein und kann Ihnen nichts weiteres zur Nacht erzählen. Ich hatte das Gefühl, dass es unter 2 Partygästen, einer Frau und einem Mann, einen heftigen Streit gab, kann mich aber leider nicht erinnern, um was es dabei ging und bin auch nicht sicher, ob ich das in meinem Rausch auch nur geträumt habe. Als mir gegen Morgen doch etwas kalt wurde, wollte ich noch etwas Brennholz hinter der Hütte holen, um das Feuer wieder zu entzünden, und dann bin ich über Barbara gestolpert. Es ist so schrecklich, heul, heul. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr zur Tatnacht sagen kann, wenn nur mein Kopf nicht so schmerzen würde.